Kein Mensch ist wie der andere und trotzdem wird in der Medizin häufig und auch vor allem in der Krebsnachsorge einheitliche Untersuchungsintervalle für alle Patienten angewandt. Die Digitalisierung in der Medizin, die umfangreichen Krebsregister, die wir haben, ermöglichen es uns aber, genaue, individuelle und vor allem auch zeitabhängige Risikoprognosen zu machen. Aus diesen Risikoprognosen kann man personalisierte Nachsorgekonzepte machen und auch Nachsorgekonzepte, die für die Gesellschaft als Ganzes möglichst ressourcenschonend sind. Aber nur, wenn wir intelligente Strategien haben, mit diesen Prognosen umzugehen. Und genau darum geht es in unserer Forschung. Vereinfacht lautete unsere Fragestellung: Sollte man eine Patientin oder einen Patienten in jedem Jahr untersuchen, in dem ihr Risiko für ein Tumorrezidiv besonders hoch ist? Oder sollte man warten und die einzelnen jährlichen Risikoprognosen aufaddieren, bis ein bestimmter Schwellenwert erreicht ist? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir 81 Szenarien simuliert mit 5000 Patienten und unsere Ergebnisse schließlich auch noch mit echten Patientendaten im Rahmen einer klinischen Fallstudie untersucht. Welche Strategie zu bevorzugen ist, hängt ganz entscheidend von der Risikoverteilung im Patientenkollektiv, aber auch von der spezifischen Tumorpathophysiologie ab. Nur wer diese Faktoren berücksichtigt, kann das volle Potenzial zeitabhängiger Risikoprognosen ausnutzen. Mit unserer Forschung wollen wir einen Beitrag dazu leisten, zeitabhängige individuelle Risikoprognosen in den klinischen Versorgungsalltag zu integrieren. Auf diese Weise kann es hoffentlich gelingen, in Zukunft Tumorerkrankungen oder andere Erkrankungen eher zu entdecken und dem Patienten gleichzeitig unnötige und belastende Untersuchungen zu ersparen.